Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute bin ich wieder für euch in MOP Remix unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Video präsentieren. Wir wollen uns zusammen heute mal anschauen, wie wir die ganzen Waffenvorlagen hier in MOP Remix erspielen können. Das sind nämlich relativ viele und ich habe die letzten Wochen ein wenig Zeit da rein investiert und habe mir mittlerweile alles gefarmt. Das sind jetzt nicht nur die Waffenvorlagen, sondern ich habe mir jegliche T-Mog-Vorlage, also jegliche ID hier besorgt. Die Mounts, Pets, Toys, Achievement und Konsorten. Wobei man muss natürlich dazu sagen, die Waffenvorlagen sind das, was am längsten dauert. Schlichtweg der Tatsache geschuldet, alle möglichen Sets kann man sich ja, also die Rüstungssets kann man sich ja über Bronze beim Händler kaufen. Und einfach nur Bronze farmen ist tatsächlich jetzt nicht so zeitaufwendig. Das Ätzende ist, wie gesagt, die ganzen Waffenvorlagen. Und da gibt es ja alle möglichen, sowohl in Dungeons, Szenarios, Raids, aber auch in den Außengebieten. Und die Außengebiete sind tatsächlich das, was mit am längsten dauert an der kompletten Geschichte. Ich würde sagen, wir gehen das jetzt hier mal so ein bisschen durch. Als Disclaimer am Anfang sollte ich sagen, ich habe dieses ganze Zeug gefarmt mit insgesamt 4 gezahlten Accounts und teilweise dann noch Test-Accounts. Man kann das Ganze aber auch ganz easy nur mit einem Account farmen. Und um das Ganze ein bisschen effizienter zu machen, selbst wenn ihr keine weiteren gezahlten Account habt, könnt ihr auch Test-Accounts dazu nehmen, um dementsprechend ein wenig effizienter das Ganze zu gestalten. Die müsst ihr auch nicht zahlen. Vieles, was wir nämlich farmen können, können wir tatsächlich auch mit Test-Accounts machen, die wir dann einfach auf Follow hängen, um dementsprechend doppelten, dreifachen oder auch mehrfachen Loot zu generieren. Juti, dann würde ich sagen, fangen wir mal mit den relativ einfachen, offensichtlichen Sachen an und gehen dann so ein bisschen zu den spezielleren. Und da würde ich sagen, fangen wir mal mit den instanzierten Geschichten an. Sowohl die Raids, Dungeons als auch die Szenarien. Und das allererste sind vielleicht jetzt mal die Szenarien, auf die wir eingehen wollen. Jetzt machen wir das All the Things hier mal ein bisschen größer. Und zwar ist es in den Szenarien so, dass wir zum einen Rüstungssets haben für jede Rüstungsklasse. Die können wir aber, soweit ich weiß, auch einfach über quasi ein Assemble kaufen. Ich habe mir die schon fertig gefarmt gehabt, bevor es die Blizzard die Assemble verbuggt oder entbuggt hat, so muss man es ja sagen. Viele konnten ja, mich eingeschlossen, am Anfang die Assemble nicht lernen, weil sie schon das Aussehen hatten, aber dementsprechend nicht diese IDs. Das wurde ja mittlerweile gefixt und ja. Jetzt schauen wir uns aber mal die Waffen an. Es gibt nämlich 21 im HC und 19 im Normal von diesen Waffen. Und wie farmt man die am besten? Naja, ich würde euch empfehlen, dass ihr das so macht. Ihr habt euer vielleicht schon einen Char hochgespielt, euren Main. Der hat vielleicht auch ein bisschen Gear, ein bisschen Fäden, dass ihr dementsprechend mit dem performen könnt. Wenn ihr Max-Gear habt, dann sollte es easy gehen, dass ihr auch ein Szenario, beziehungsweise später dann auch Dungeons und sogar Raids, teilweise solo laufen könnt. Szenarios sollten auch mit deutlich niedrigerem Gear solo gehen, auch die Dungeons. Bloß jetzt mal hier zur Verdeutlichung. Was ich empfehlen kann, das Szenario nicht random einzeln anzumelden, sondern dass ihr hergeht und quasi euch noch ein paar Accounts mit dazu hängt. Ihr könnt jetzt wie ich quasi einen gezahlten Account haben, ihr könnt aber auch einen Test-Account haben. Diese Test-Accounts, ich kann das jetzt mal kurz zeigen, jetzt tue ich mal hier das kurz einblenden. Also wenn ihr quasi die WoW-Accounts habt, ist es so, dass ihr auf einem Battle.net-Account bis zu 8 World of Warcraft-Accounts haben könnt. Das können sowohl quasi Accounts sein, die aufgewertet sind, wie jetzt zum Beispiel hier Dragonflight. Ne? Seht ihr, das sind Accounts, die man dann aber auch zahlen muss. Und es gibt auch Starter-Editions. Bei dieser Starter-Edition ist es so, da müsst ihr keinen Pfennig für zahlen. Ihr könnt einfach einloggen. Alles, was ihr sammelt, wird auch auf eurem Main-Account gespeichert. Das ist quasi alles ein großer Battle.net-Account. Und die einzige Restriktion ist halt, dass ihr mit diesem Starter-Account quasi nicht über Stufe 20 spielen könnt. Ihr könnt keine anderen Spieler einladen. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob anschreiben geht, glaube ich, auch nicht. Ihr könnt auch niemanden anders anschreiben. Ihr könnt nicht, glaube ich, Sachen weghandeln. Also diese ganzen Sachen gehen nicht. Aber wenn ihr einfach ein Item lootet und es zu eurer Sammlung hinzufügt, dann habt ihr es dementsprechend auch ja, quasi collected, in Anführungszeichen. Bedeutet, ihr könnt euch jetzt einfach 2 Test-Accounts machen. Die könnt ihr einladen, also mit eurem Main-Account könnt ihr diese Chars einladen. Andersrum geht es nicht, aber ist ja wurscht, ne? Ihr ladet die 2 ein. Und dann queut ihr mit diesen 2 Test-Accounts die Szenarios, sowohl Normal als auch HC. Falls ihr jetzt nicht wisst, was das hier für ein Add-on ist, das ist All the Things, ne? Da könnt ihr dann auch nachschauen, okay, was für eine Waffe brauche ich noch? Und je nachdem
was für eine Waffe ihr braucht, ladet ihr euch halt Chars ein. Ihr könnt euch dann einfach unendlich Stufe 10er Zeitläufer-Chars machen. Das geht auch auf diesen Test-Accounts. Und ihr könnt direkt mit Stufe 10 HC und Normal-Szenarios queuen. Heißt, ihr braucht hier keine extra gezahlten Accounts. Ihr könnt das alles mit den Test-Chars machen. Und jetzt schaut da halt rein, was ihr habt. Ne? Also im All of Things wird schön angezeigt, auf welchen Loot-Zweck ihr einstellen müsst. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel hier eine Axt habt, naja, dann erstellt ihr euch halt einen Krieger. Wenn ihr jetzt hier einen Bogen habt, dann braucht ihr einen Hunter, weil nur der Hunter kann den quasi looten. Es ist nämlich so, jeglicher Loot im MOP-Remix ist quasi Loot, den ihr sinnig verwenden könnt. Was bedeutet das? Ein Hunter kann einen Bogen sinnig verwenden, weil er in einem Spec, im MM zum Beispiel, ne, sinnig den Bogen benutzt. Ein Krieger kann einen Bogen theoretisch auch anlegen und das Teamwork lernen, der wird das aber hier nicht kriegen, weil es wird nie einen Krieger in irgendeinem Spec sinnig einen Bogen verwenden, selbig ist auch beim Schurken. Deswegen müsst ihr immer gucken, okay, was kann sinnig verwendet werden. Im Endeffekt ist so ein bisschen die Regel, ihr werdet auf jeden Fall einen Hunter für die Bögen brauchen, ihr braucht irgendeinen Caster für die Zauberstäbe, da kommt ihr nicht drum rum. Und ja, Schilde braucht ihr halt einen Charmy, Paler oder einen Krieger. Ich kann immer empfehlen, einen Krieger zu nehmen, der kann fast alle Nahkampfwaffen tragen, sowohl Zweihand- als auch Einhandwaffen. Gleven gibt es hier keine, also Demon Hunter könnt ihr rauslassen. Und sonst, wie gesagt, ein Hunter, dann am besten einen Caster braucht ihr, Hexer, Magier, Priester. Und sonst ist es egal. Beim Druid muss ich sagen, der kann tatsächlich auch relativ viele Waffen tragen, vor allem wenn er in dem Healspec einstellt, ist auch keine schlechte Wahl. Ich spiele ihn tatsächlich aus Main. Genau. Und dann farmt ihr halt einfach die Szenarios ab, bis ihr die ganzen Sachen habt. Wenn euch jetzt nur noch ein Schild fehlt, dann packt euch halt mit eurem Main zwei Krieger rein oder zwei Paladin oder ein Krieger, ein Paladin. Ne? Dann könnt ihr so ein bisschen flexibel gestalten und so kriegt ihr den Loot viel schneller fertig, als wenn ihr jetzt immer nur mit einer eurer Klassen reinläuft, dann euch den nächsten Char hochspielt. Also nutzt diese Test-Accounts oder wenn ihr natürlich eh mehrere Accounts habt, dann könnt ihr auch gleich diese benutzen. Es lohnt sich sogar, diese Low-Chars mitzunehmen, denn die Szenarien sind so aufgebaut, ich kann es euch mal zeigen, dass ihr gewisse Szenarien erst reinkommt, wenn ihr ein gewisses Level habt. Die niedrigen Szenarien, also die mit dem niedrigen Level, sind sowohl bei den Szenarien als auch später wird es bei den Dungeons auch noch interessant, die einfach zu machen sind. Ne? Also die relativ schnell gehen tatsächlich. Zum Beispiel hier die Gruft, die geht relativ zügig und dann kommt ihr nicht in die anderen rein, die teilweise wesentlich länger brauchen, wenn ihr einen Loadjar dabei habt. Also das ist nochmal so ein extra Goodie, dass ihr dann sogar noch in die besseren Szenarios reinkommt, weil der Testjar ist hier auf Stufe 20 gecapped und dementsprechend kann der nie über 20 kommen. Genau, also so viel zu den Szenarios. Selbiges könnt ihr dann auch machen bei den Dungeons. Und zwar, ja, ihr könnt euch ja bis zu 8 Test-Accounts auf eurem WoW-Account quasi oder auf eurem Battle.net-Account, pardon, erstellen. Und selber könnt ihr dann auch mit den Dungeons machen, sowohl im Normal als auch HC. Ihr könnt mit Stufe 10 sofort Dungeons und Szenarios queuen. Was ihr aber machen solltet, man muss, glaube ich, hier einmal diese Startquest skippen und bis auf das Luftschiff der Allianz oder Horde kommen und die erste Quest abgeben und euren Umhang solltet ihr am besten auch anlegen, ne, für extra EP und mehr Stats, dass die Chars auch nicht so easy umfliegen. Genau, also selbige, was wir im Szenario machen, können wir im Dungeon auch machen. So, jetzt kommen wir zu den Raids. Hier ist es so, dass ihr mit Test-Accounts leider nicht weiterkommt. Das früheste, wo ihr Raids laufen könnt, ist mit Stufe 25. Und zwar ist es so, dass ihr den Mogushan-Gewölbe könnt ihr ab Stufe 25 laufen. Und alle paar weitere Level werden dann die nächsten Raids freigeschalten. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht sicher, also steinigt mich nicht. Ich meine, 25 war Mogushan. Dann, das war glaube ich 35 Herz der Angst. Und hier sind wir irgendwas um die 40 rum, meine ich. Und, oder vielleicht war es auch 45. Thron des Donners war glaube ich 50. Und Schlacht um Ogrimmar war Stufe 60. Heißt, hier bringt euch der Test-Account nichts. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt euch natürlich gezahlte Accounts noch dazu hängen. Ich habe das jetzt öfter gemacht, habe meine Twinks immer mitgezogen, wenn ich die Dungeons gelaufen bin und habe dann danach immer so ein bisschen auch den Loot quasi erhöhen können, den ich selber bekomme. Wenn ihr das nicht machen wollt, ist auch alles kein Stress. Was ich empfehlen kann, ist Nanoloot. Bei Nanoloot ist es so, da wird euch der Loot der anderen Leute angezeigt. Und dann ist es noch so, dass ihr quasi hier auch direkt einen Button habt, wo ihr die anflüstern könnt. Klappt im Normal- bis Mythic-Modus und ich habe sehr viel Loot auch gehandelt bekommen. Ne? Viel ist es ja auch so, dass
dass dann irgendwelche anderen Leute dann Waffe XY gekriegt haben. Oft kriegen ja, oder meistens kriegst du ja 2 Items pro Bosskill. Wenn du dann in einer 20-Mann-Gruppe oder so unterwegs bist, vor allem SOO oder 30-Mann-SOO, da droppt so viel, wenn ihr dann ein paar Leute anwispert. Oft geben es die einen und dann ist man natürlich deutlich schneller durch. Ich habe es sogar so gemacht, dass ich teilweise Gruppen aufgemacht habe. Mir hat jetzt zum Beispiel in Normal hier Mogushan-Gewölbe, also beziehungsweise im, man muss ja sagen, T14-Raid, ne? Also der Loot aus quasi den T14-Raids ist komplett der gleiche. Also Mogushan-Gewölbe, Herz der Angst und Terrasse des endlosen Frühlings haben einen Loot-Pool. Also jedes Item kann bei jedem Boss da drin droppen, muss man vielleicht dazu sagen. Ich bin mit einer, hab mir nur noch, einen Bogen hat mir gefehlt, dann habe ich mir halt selber eine Gruppe aufgemacht und nur Hunter eingeladen. Und habe dann immer die Leute gefragt, wenn halt der Bogen gedroppt ist. Ich glaube, nach dem zweiten Boss oder so hatte ich dann meinen Bogen, ne, wenn ich mir eine volle Hunter-Gruppe gemacht habe. Also scheut euch da nicht selber eine Gruppe aufzumachen. Vor allem, wenn ihr dann irgendwann Gear habt, ist es relativ wurscht. Also ich würde behaupten, mit meinem Guardian kann ich jeden Normal Raid solo laufen. Ich kann wahrscheinlich sogar auch teils HC solo laufen. Macht es Sinn? Nein, weil ihr kriegt nicht mehr Loot. Ihr kriegt quasi immer eure 1-2 Items pro Boss, ob ihr jetzt alleine drin seid oder ob ihr mit 10 Leuten drin seid. Es macht dann eigentlich, selbst wenn ihr es alleine machen könntet, mehr Sinn, mit der vollen Anzahl Leute reinzugehen, weil die sind ja potenziell quasi Item-Trader, die euch ja noch ein Item auch geben können, ne, wenn sie denn da zustimmen. Genau. So viel dazu. Was ich empfehlen kann, wie gesagt, Nanoloot für Normal HC Mythic. Im LFR habt ihr das Problem, da sind alle Items nicht handelbar. Also ihr braucht im LFR keine anderen Spieler anschreiben, die können die Items nicht traden, diese grünen. Da müsst ihr das Zeug wirklich selber looten, da kann euch keiner das rüberhandeln. Und auch da braucht ihr dann halt eine gewisse Anzahl an Chars. Ihr braucht auf jeden Fall wieder einmal einen Hunter, ihr braucht auf jeden Fall einen Caster, am besten einen Worry. Und damit müsstet ihr eigentlich fast alles abdecken können. Ich bin jetzt gerade überlegen. Ja, eigentlich mit den drei müsste man schon das meiste drin haben. Ich hatte meinen Druid immer noch dabei. Wie gesagt, der hat eigentlich auch die Möglichkeit, sehr, sehr viele Waffen einmal bekommen zu können. Wenn wir jetzt reingucken, wenn wir jetzt schauen, hier ist dieser Waffenpool, ne? Der Druid kann schon sehr, sehr viel tragen. Halt mit dem Highspec kann er diese ganzen Einhandwaffen, die Schilde, Schildhandwaffen und so tragen. Also Druid ist eigentlich auch nicht sonderlich verkehrt. Genau. Zum LFR solltet ihr euch halt am besten die genannten Klassen erstellen und mit denen öfter laufen. LFR-Sachen habe ich auch mit Abstand am längsten gebraucht. Also ich war sowohl in SOO Mythic als auch HC Normal dreimal so schnell durch wie jetzt zum Beispiel im LFR und bei den anderen Dungeon, bei den anderen Raids war es dasselbe. Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem bisschen blöderen Thema, und zwar zu den Außengebieten. Es ist so, in jedem Gebiet gibt es einen Pool an Loot. Das ist wie in den Raids auch und in Dungeons. Bei jedem Boss kann alles droppen und bei den Außengebieten ist es so, dass nicht nur von den Bossen das droppen kann, also von den Rares, sondern von den Trash-Mobs kann es droppen, aus den Questkisten kann es droppen, vom World-Boss kann es droppen. Also alles, was quasi in einem Gebiet spielt, hat denselben Loot-Pool. Jetzt muss man sich halt überlegen, was ist das Sinnigste, um dementsprechend an den Loot ranzukommen. Ihr könnt natürlich jetzt mit X-Chars das Ganze durchquesten und hoffen, dass ihr eure Waffen kriegt. Würde ich abraten. Ihr könnt an irgendeinem Multispawn gehen und Mobs umhauen und da euren Loot kriegen. Kann man machen. Oder man macht es so, wie ich es gemacht habe. Ich habe Rares gefarmt. Und zwar Rares droppen immer ein Item. Und ich habe das auch wieder mit mehreren Accounts gemacht. Ich habe hier zum Beispiel ein Makro. Seht ihr? Zack, da sind schon meine Chars in einmal in der Gruppe. Ich habe die hier hinten einmal abgestellt, dass ich es mal so ein bisschen demonstrieren kann. Und jetzt ist es so, ihr könnt die Rares so oft am Tag umhauen und looten, wie ihr wollt. Die droppen immer ein Item. Also ihr kriegt immer Loot von den Rares. Jetzt gehe ich quasi hier hin, habe meine Chars dabei, hau den Kollegen schnell um. Und seht, da war jetzt, was war da drin? Hier zum Beispiel dieser Ledergürtel. Natürlich ist nicht immer eine Waffe drin. Ja? Mein anderer Char hat jetzt hier das Plattenteil gekriegt. Dann haben wir nochmal, der Kettenschar hat hier noch eine Shiftung gekriegt und dann haben wir jetzt noch ein Plattenhandgelenk. Also es droppen zwar überwiegend Gear-Items, aber das ist dasselbe auch bei den, wenn ihr questet, sowie als auch wenn ihr quasi normale Mobs umhaut. Ich habe in den allermeisten Zonen es einfach so gemacht, dass ich quasi die Rares umgehauen habe. Und jetzt vielleicht noch so der kleine Sondertipp. Umso mehr Chars ihr habt, ne, umso mehr Loot kriegt ihr. Ich habe jetzt zum Beispiel 4 Chars dabei und kriege halt dann 4-fachen Loot.
relativ einleuchtend, dass es dann natürlich schneller geht. Was aber dann noch eine Sache ist, die ihr vielleicht beachten solltet, wenn ihr das mit mehreren Accounts macht, könnt ihr das Ganze sogar noch ein bisschen effizienter gestalten. Und zwar, ihr seht, der Char hier ist von Pozzo dell'Eternità, das ist ein italienischer Server. Dann habe ich hier einen von Eridam, das ist ein deutscher Server. Und der hier ist auf Exodar, das ist ein spanischer Server. Warum habe ich mir die auf so komischen Servern erstellt? Naja, das liegt an dem Phasing. Wenn ich jetzt hier aus der Gruppe rausgehe, dann landen wieder alle auf ihrem Server. Und ich kann mich dann quasi... Oi, das hat gerade nicht geklappt. Manchmal buggt es ein bisschen. Wir müssen es nochmal machen. Perfekte Vorführeffekt. Ich sehe schon. Normalerweise landen die dann auf ihren Server. Also wir machen es jetzt nochmal. Bitte, jetzt sind sie weggefaced. Jeder landet auf seinem Server. Und man kann dann quasi sich an Spots hinstellen. Bei einem Rare. Oder wenn es das zulässt, quasi auf dem Spot, wo ihr mehrere Rares abdecken könnt. Zum Beispiel hier im... Tal, ne? Tal der ewigen Blüten. Da gibt es x Spots, wo ihr jetzt zum Beispiel hier drei Rares abdecken könnt. Und dann stellt ihr euch mit euren Chars dahin. Jeder ist auf seinem eigenen Server und ihr ladet euch die ganze Zeit gegenseitig wieder ein und könnt dann halt in einer viel höheren Frequenz die Rares töten. Erstmal kriegt ihr mit jedem, bei jedem Rare den Loot und ihr könnt noch quasi dann noch mehrere Server mitnehmen. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit 5 Chars macht auf 5 verschiedenen Accounts, auf 5 verschiedenen Servern, dann kriegt man in derselben Zeit, wo ein Rare quasi spawnt, kann man den mit einem Account einmal töten und kriegt einmal Loot in der Zeit. Mit 5 Accounts kann man den, wenn man einmal tötet, 5-mal looten. Und wenn der jetzt, wenn man die auf 5 verschiedenen Servern hat, dann kann man, wenn man hin und her hoppt, auch nochmal 5-mal den Rare töten. 5-mal 5, 25. Dann hast du theoretisch in derselben Zeit 25-mal Boss-Loot im Gegensatz bei einem Account bei demselben Rare nur einmal Boss-Loot. Also das ist natürlich schon ein Riesenunterschied. Und dann farmt man diese Items schon deutlich schneller. Es dauert immer noch ein bisschen, aber so könnt ihr das Ganze erhöhen. Natürlich immer unter der Prämisse, ihr braucht dafür halt bezahlte Accounts. Ihr könnt dasselbe aber auch mit Test-Accounts machen, in einer abgeschwächten Form. Und zwar, indem ihr euch auch wieder Stufe 10er Chars macht. Ich hatte eingangs gesagt, diese Stufe 10 Chars können quasi keine anderen Spieler einladen. Heißt, ihr könnt jetzt nicht auf verschiedenen Servern euch, oder ihr könnt die schon auf verschiedenen Servern machen, aber ihr könnt halt euch nicht gegenseitig einladen. Man kann halt immer nur euer Main-Account die anderen einladen. Dann habt ihr zwar nicht diese 25 Kills, aber ihr habt vielleicht zumindest die 5 und nicht die nur den einen Kill pro Rare zeigt das. Ich glaube, das sind 20, 30 Minuten. Ich kann es euch gar nicht genau sagen, weil ich nie nur bei einem Rare dran gestanden bin. Ich habe mich ja immer gegenseitig eingeladen. Ne? Habe also quasi immer diese effiziente Methode benutzt. Also da könnt ihr auch mit den Test-Accounts dann zumindest, wenn ihr 5 Test-Accounts nehmt in eine Gruppe, habt ihr dann zumindest 5 Loots pro Rare-Spawn anstatt vielleicht nur einen. Und dann müsst ihr auch die Accounts nicht zahlen. Da muss ich aber auch dazu sagen, ihr kriegt nur Loot quasi so lang, bis die Chars quasi oder die Rares 10 Stufen über eurem Char seid. Die Test-Accounts können nur bis Stufe 20 leveln. Durch die Rare-Kills leveln die Chars automatisch, wenn ihr zum Beispiel Jadewald anfangt und der skaliert von 10 bis 70, heißt die Rares sind Stufe 10, wenn eure Chars Stufe 10 seid. Na, dann könnt ihr quasi mit den Test-Accounts in Jadewald farmen. Kasarang sind die Rares Stufe 20 minimal, könnt ihr auch farmen. Tal der ewigen der 4 Winde, so rum, da sind die auch 20, könnt ihr auch farmen. Kunlai sind sie 25, 5 Level drüber, geht auch noch. Tonglong sind sie 30, 10 Level drüber, das geht auch noch. Welche ihr nicht mit Test-Accounts machen könnt, ist Schreckensöde und Tal der ewigen Blüte. Die zwei Gebiete gehen nicht. Und was auch nicht geht, ist Insel der Riesen, das ist 45. Zeitlose Insel auf 45 und die Donnerinsel, die ist Stufe 50. Also die gehen nicht, aber die ersten paar Gebiete gehen. Kleine Randinformation, Insel der Riesen, Zeitlose Insel und die Donnerinsel haben denselben Lootpool. Ich kann euch das mal zeigen. Und zwar, wir gehen jetzt mal auf die Zeitlose Insel und dann zu den Waffen. Wenn ich hier drüber fahre, seht ihr, die Waffe droppt auf der Insel der Riesen, Insel des Donners, Zeitlose Insel und sogar im Kunlai droppt da einiges. Ne? Zum Teil haben die Gebiete auch so Überschneidungen. Hier droppt zum Beispiel auch noch eine Waffe neben den verschiedenen Inseln, auch noch in der Schreckensöde. Also es gibt oft auch Überschneidungen. Da kann ich echt empfehlen, All the Things zu farmen, runterzuladen und danach zu farmen und immer ein bisschen zu gucken, okay,
farmt ein Gebiet nur so lang, bis ihr alle Waffen quasi habt, die ausschließlich in dem Gebiet droppen. Geht dann ein anderes Gebiet, weil es kann halt sein, dass es beim Farmen in einem anderen Gebiet da auch droppen kann. Ne? Und sonst wastet ihr halt Zeit für nichts und wieder nichts. Genau. Es gibt jetzt zwei Methoden, wie ihr die Rares farmen könnt. Methode 1 ist, ihr stellt eure Chars einfach an einen Spot, wie zum Beispiel jetzt hier, wo ihr drei Rares überblicken könnt. Macht dann irgendwas anderes, ladet euch ein Addon drauf, das euch quasi den Rare-Spawn ansagt. Ich habe da zum Beispiel Rare-Scanner für. Das macht nur dö-dö-dö-dö und dann ladet eure Chars zusammen, haut den um, lootet ihn und dann könnt ihr wieder irgendwas anderes machen, bis dann halt wieder das, der Sound kommt. Ne? Also das ist ideal, wenn ihr nebenbei noch irgendwas anderes zu tun habt. Die zweite Möglichkeit ist, ihr habt eure Chars und fliegt halt einfach rum, packt die auf Follow. Ne? Ich habe mir ein Follow-Makro gemacht. Seht ihr? Da könnt ihr natürlich nicht das, das Drachenfliegen benutzen, weil sonst bricht es halt. Aber so mit dem normalen Fliegen könnt ihr die einfach Follow packen, fliegt da rum, sucht die Rares ab. Wie es dann ich oft gemacht habe, also wenn ihr das mit mehreren bezahlten Accounts macht, macht es dann Sinn, immer quasi zu den nächsten Rare-Spots zu fliegen, dann aus der Gruppe zu gehen und auf den anderen Servern auch zu gucken, ob da was da ist. Zum Beispiel habe ich jetzt hier wieder drei Rares auf der Map, ne? Ich habe auch ein Makro, wo ich quasi die Gruppe auflöse und dann schaue ich, okay, auf den anderen Servern ist irgendwas ab. Nee, ist aktuell nichts da. Lad wieder ein. Gut, aktuell ist halt ein bisschen 19 Uhr am Wochenende, ist halt eine schlechte Zeit, ne, um sowas zu machen. Sagen wir es mal so, das ist halt, denke ich mal, in WoW ziemlich viel los, aber prinzipiell funktioniert das so eigentlich relativ gut. Ne? Und die andere Methode, wie gesagt, ist halt an einem Spot stehen und den campen. Dann muss man halt nicht aktiv rumfliegen und kann halt nebenbei noch ein bisschen was quasi unternehmen. Genau, das wollte ich euch bloß zeigen. Das andere, was ich noch empfehlen kann, ich habe zum Beispiel auch einen Spot gefunden in, jetzt machen wir mal das Drachenfliegen kurz doch an. Lassen wir die Chars da hinten mal stehen. In der Kasarang-Wildnis. Da gibt es relativ wenige Rares, muss man sagen. Und vor allem die Rares im Lager, die muss man sich einmal freischalten über so eine Questreihe. Das hat auch nicht jeder gemacht. Und da habe ich einen Spot gesehen, der halbwegs gut ist, denn den kann man auch so ein bisschen semi-AFK farmen. Und den möchte ich euch jetzt noch zum Abschluss zeigen, um einfach so ein bisschen auch noch eine Alternative reinzubringen. Selbstverständlich könnt ihr auch einfach sagen, ich farm in jeder Zone einfach Mobs, ne? Gehe in irgendeinen Multispawn und krieg da meine Items. Das geht sicher auch und auch durch Questen kann man es farmen. Ich meine aber, durch Rares ist es effizienter. Vor allem, wenn ihr es ein bisschen trickst mit mehreren Accounts. So. Ach, da schon mal, da steht schon jemand. Oh ne, doch, da steht jemand? Doch, da ist jemand. Es gibt hier einen Spot, wo quasi die ganze Zeit Mobs ranlaufen, wie ihr hier seht. Und dann kann man an einem Spot stehen bleiben und die einfach umhauen. Jetzt wollte ich das euch nicht zeigen, wie das eigentlich so semi-AFK geht, denn die Mobs rennen ran, hauen mich und meine Dornen töten quasi die Mobs instant. Jetzt steht aber hier jemand anderer, der Mobs anhaut, deswegen klappt das mit den Dornen jetzt nicht so ganz. Aber wie gesagt, ihr könnt da an einem Spot stehen bleiben, auch theoretisch mehrere Accounts hinstellen und dann einfach die Mobs hier nebenbei immer umhauen. Die laufen immer ran. Das ist eine relativ angenehme Sache. Da muss man eigentlich nicht sonderlich viel machen. Das ist jetzt noch so ein kleiner Tipp am Rande. Genau, das war es eigentlich soweit an Tipps, die ich euch geben wollte. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen klar geworden, wie ich das meine mit den mehreren Accounts, wie die Systeme funktionieren. Ich weiß, es ist ein bisschen kompliziert für den einen oder anderen, der jetzt da vielleicht gar keinen Einblick hat, der immer nur seinen einen Account hat und weil sie einfach die Rares umhauen will. Könnt ihr, wie gesagt, auch machen, aber so kam, ich dachte mir, ich gebe euch so ein bisschen die Tipps mit, wie ihr es ein bisschen effizienter vielleicht angehen könnt. Juti, damit sind wir, wie gesagt, durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze ein bisschen weiterhelfen können. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.